Gut, dann fange ich ganz einfach an. Also ich habe ja hier, also komme ja hier aus Barum und habe eine biologische Landwirtschaft und haben eine kleine Kartoffelzucht angefangen aufzubauen. Und letztendlich ist es ja so, dass die Züchter ja eigentlich die Bauern früher mehr gewesen sind. Also aus Sammler und Jägern wurden ja Bauern und die haben aus Sämlingen und aus Wildpflanzen die ersten Kulturpflanzen entwickelt. Und zu der Zeit waren sie ja dann ja einfach Züchter, Entwickler. Sie haben das Saatgut vermehrt, getestet und weiterentwickelt und sie haben es auch gegessen. Ja, sie haben also praktisch waren sehr selbstständig und das hat sich ja dann auch weiter wie andere Berufe dann ja auch weiterentwickelt, sodass dann die Züchter, die sich da weiterentwickelt haben, mehr regionale Sorten entwickelt haben, Hofsorten, Familiensorten und eine gewisse Vielfalt hatten, sodass sie dann eine gewisse Marktmöglichkeit vor Ort hatten, auch verkaufen zu können. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrhundert doch so entwickelt, wie bei allen Kulturpflanzen, dass die richtige Zuchtunternehmen sich entwickelt haben, die dann professioneller Sorten weltweit entwickelt haben, vertrieben haben. Und so ist die Zucht von der Landwirtschaft dann weggegangen. Grundsätzlich ist sie auch gut. Man spezialisiert sich, wie in anderen Bereichen ja auch, und man kriegt mehr Leistung. Aber man hat auch eine gewisse Abhängigkeit. Und letztendlich merkt man dann ja auch, dass die Ziele nicht unbedingt immer wiederum die gleichen sind, weil es ja verschiedene Unternehmen sind. Da hat jedes Unternehmen für sich ein Ziel, letztendlich auch Geld zu verdienen. Und da ist es natürlich so, wie kann man das meiste Geld von den Bauern kriegen, ne? Wenn man jetzt was züchtet, dass man das Saatgut, Pflanzgut an ihn verkauft. Und da sind also demnach entsprechend nicht immer die gleichen Interessen dabei. Genauso bei Verbrauchern ja auch. Der Landwirt nutzt das Pflanz- oder Saatgut und dann hat der Verbraucher natürlich auch seine Interessen, möchte sie beim Bauern kundtun, aber er kann nicht alles erfüllen, was der Verbraucher auch möchte, weil er ja wiederum von der Zucht abhängig ist, was der Züchter ihn auch liefert, zu welchen Konditionen. Und natürlich auch die Entwicklung ist früher ja auch langsamer gewesen von der Zucht und die Evolution mit den jetzigen ganzen Ereignissen, wie wir es ja auch kennen, ist ja recht schnelllebiger ja auch, wo man dann auch weniger schnell darauf reagieren kann. Also man hat in gewisser Form als Unternehmer, was ich als Landwirt ja auch bin, eine gewisse Stressfunktion und die Herausforderungen sind immer stärker, sodass dann letztendlich die Leistung wieder mehr gefragt wird und die Vielfalt aber auch von Sorten zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert ja auch. Und bei Kartoffeln ist es so, wenn man da noch ein bisschen aus der Geschichte zurückguckt, dann weiß man, dass es so bunte Kartoffeln mehr gegeben hat. Auch rot- oder blaufleischige, aber weißfleischige auch in Deutschland. In den letzten 150 Jahren war es auch mehr weißfleischige Kartoffeln. Und da hat sich das doch so entwickelt, dass hier mehr gelbfleischige Kartoffeln bekannt sind und deswegen auch mehr gegessen werden. In Großbritannien zum Beispiel ist es so, dass dort mehr weißfleischige Kartoffeln gegessen werden, aber auch in Russland mehr. Und die Sorten, die kann man hier weniger gut verkaufen, ja, weil so sehen eigentlich vielleicht nicht so appetitlich aus. Aber das ist einfach die Esskultur ja auch, ne? Vielleicht ist das Eigelb in Verbindung oder in Großbritannien mehr das Weiße, das Saubere in Verbindung, sodass sich das geschichtlich für die Kartoffeln ja auch verändert hat. Herausforderung ist ja natürlich so in der Zucht oder in der Landwirtschaft, in der Produktion natürlich auch, dass die Klimaveränderung stattgefunden hat oder dass auch Schadorganismen wie jahrhundertelang schon entstanden sind und sich verändert haben, jetzt natürlich noch krasser, dass also letztendlich in der Zucht auch gewisse Resistenzen erforderlich sind, um diesen Schadorganismen wie Kartoffelkrautfäule oder Virusarten, dass man da Herr wird, dass man nicht mit einem einen Totalausfall hatte. Vor 160, 170 Jahren, 1846, 1848, ich glaube, das hat keiner von uns miterlebt. Da gab es eine Kartoffelepidemie, also eine Krautfallepidemie. Da hat man sich auf einige Handvoll Sorten verlassen im Kartoffelanbau. Und dann ist die Krautfäule mit einmal vielleicht aus Amerika oder sonst wo hergekommen und hat dann das Sterben der Kartoffel auf dem Feld stattfinden lassen, sodass man dann Missernten oder kaum noch was geerntet hat, eben weil es damals diese Kartoffelkrankheit der Krautfäule hier noch nicht gab. Man kannte es nicht. Man hat keine Sorten gehabt, die da Resistenzen hatten. Und man hat sich, wie gesagt, nur auf eine Handvoll Sorten verlassen und wenn die nicht per Zufall, und das war damals so, eine Resistenz mit dabei hatten, ja, dann fehlte der Ertrag, dann fehlte die Grundnahrungsmittel, also die Kartoffel, und ja, dann gab es eine Hungersnot in Irland gerade, in Deutschland ja auch, sodass eine Auswanderung nach den USA stattfand und viele Menschen auch gestorben sind. Das war geschichtlich natürlich ein Problem, wo man züchterisch natürlich daran gearbeitet hat, dass so etwas nicht mehr stattfinden sollte. Sowas weiß ich, gab es auch noch nicht inwieweit weiter, aber die Gefahr ist natürlich auch so,
letztendlich umgekehrt gesagt, die Inka, die Urzüchter, die hatten von eh her schon eine Vielfalt von Sorten, weil sie wussten, wenn zum Beispiel auch in den Bergen immer mehr Frost entsteht, dass sie auch eine etwas frostresistente Sorte hatten. Oder wenn andere Schadorganismen sind, dass sie andere Sorten haben, die irgendwie eine Form von Resistenz hat, wo sie dann nicht hungern brauchten, wenn ein Teil der Ernte vielleicht ausfällt. Aber deswegen haben sie eine Vielfalt gehabt. Und bei uns ist das Augenmerk ja doch drauf gewesen, dass man einfach auf Leistungssorten trimmte, die bekannten Resistenzen natürlich versuchte zu reinzuzüchten. Aber wenn dann mit einmal neue Schadorganismen entstanden sind, und das ist auch bei Kartoffelviren so der Fall, dann sind einige Sorten vom Markt genommen worden, weil sie dann sehr schnell viruskrank wurden. Und Viruskrankheiten führen dazu, dass die Kartoffeln auch schlecht wachsen. Und dann hat man einige Sorten immer schnell vermisst. Da sind also auch Sorten vom Markt gekommen. Ein Risiko bleibt es natürlich, wenn wir wenig Sorten haben, die dann praktisch bei neuen Schadorganismen, wir wissen, bei dem menschlichen Coronavirus, mit einmal taucht sowas auf, und das ist, gehört einmal zur Evolution dazu, dass dann so etwas wieder auftaucht, bei Pflanzen ja auch. Und das Risiko ist da, wenn man dann keine zufällige Resistenz hat, also bei weniger Sorten, hat man, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man zufällig eine Resistenz hat. Und somit ist das Risiko groß, dass man dann auch wieder Hungersnöte reinkriegen könnte. Gut, wir kennen die grüne Gentechnik. So hat sich das ja auch so ein bisschen versucht zu entwickeln, dass man dann die Zaubersorten entwickelte, die alle Resistenzen hätten. Und gerade im Ökoanbau, wie wir das ja machen, dann braucht man ja eh kein Spritzmittel, und das ist ja dann alles in Ordnung, und dann können wir die ja anwenden. Und das war in den 1980er Jahren schon bekannt. Da gab es auch die Turbokuh oder irgendwelche Sachen, die alles konnten. Es war schon so, auch die chemische, synthetische Entwicklung in der Landwirtschaft führt ja auch nicht nur zu Gutem. Da gab es auch mit mal Rückstände und Risiken für die Umwelt und für Lebensmittel. Wird natürlich dran gearbeitet, das ist gut. Aber da war der Bauer immer derjenige, der dann der Böse war, wenn irgendwie Lebensmittel, irgendwie Rückstände von chemischen Mitteln gefunden worden ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja nicht, ich bin ja nicht der Chemiker, ich wende nur an, was gesetzlich erlaubt ist. Und habe deswegen auch umgestellt auf Ökoanbau, weil ich sage, das kann ich verantworten, das macht Spaß, es ist ein Markt und es ist eine Herausforderung. Und wenn ich jetzt Gentechnik einsetzen würde, also Pflanzen, die gentechnisch gezüchtet würden, die dann vielleicht als Zaubersorten alles könnten, und mit einmal tauchen dann doch wieder Risiken auf, die ich dann zu verantworten habe, weil ich Saatgut genutzt habe, haben wir einfach uns gesagt von unserem Hof her, das machen wir nicht, will ich nicht anwenden. Und da die Zucht so ein bisschen in der Entwicklung ging und vielleicht auch noch weiter geht, mit der Gentechnik das Beste rauszuholen und die Zaubersorten zu entwickeln mit den Risiken, die ich nicht verantworten kann, habe ich irgendwann auch eine Abhängigkeit als Bauer. Weil nicht so wie früher, als jeder Sammler man selber was gezüchtet hat, man das Know-how ja verloren hat. Und man weiß ja nicht, was man da noch alles machen kann. Und da haben wir gesagt, okay, ich schaue mir mal in den Genbanken die Sorten an, die es früher gab. Da gibt es in Groß-Lüsewitz bei Rostock die deutsche Kartoffelgenbank, wo es dann viele tausend Sorten gibt. Und dann konnten wir uns eine Handvoll Sorten mitnehmen, die dann wir im Garten angebaut haben. Ja, so ein Bamberger Hörnchen, ja, so ein krückeliges, längliches Ding. Eine rotfleischige Kartoffel, eine blaufleischige Kartoffel, kannte ich gar nicht als Bauer, ne? So in den Ende oder Anfang 1990er Jahren. Ja, und dann haben sie ausgepflanzt und waren begeistert, dass diese Vielfalt ja doch eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Und wie ist denn das passiert? Wie konnte das sein? Das sind noch tolle Früchte halt. Und sie schmecken auch klasse, wie wir dann probiert haben. Ja, da haben wir angefangen, sie also zu vermehren, eben zu sehen, ob sie dann auch gut wachsen und welche Erträge ich erziele. Es war sehr unterschiedlich. Einige waren gut, einige waren auch ganz schlecht. Und haben gesagt, ja, mit Form kann ich denn nicht selber auch wieder züchten. Also somit haben wir halt angefangen. Letztendlich ist es ja so, Kartoffeln werden vegetativ vermehrt. Das ist einfach die normale Vermehrung über die Knolle. Man kann auch Kartoffeln über Pflänzchen vermehren, also Stecklinge. Und dann ist die generative Vermehrung über die Blüte. Ja, so wie, dann kreuzt man praktisch einen Pollen von einer anderen Sorte in die Blüte einer anderen Sorte rein. Das macht die Hummel vielleicht oder der Wind oder ich mache es von Hand. Und dann sterilisiert man eventuell vorher die Mutterpflanze. Und wenn man Glück hat, entsteht eine Beere. Das ist eine kleinere Beere, eine grüne Beere, ähnlich wie bei einer Tomate, kann sie auch so klein groß werden. Und da sind da viele Sämlingskörner drin. Bei Kartoffeln ist es ja so, dass jedes Korn eine neu werdende Sorte ist. Wenn ich sie also auspickiere im nächsten Jahr, dann großziehe, dann habe ich dann aus einer Beere ca. 50 Körner, das heißt ca. 50 neue Genotypen, neu werdende Sorten. Die sind also verwandt miteinander. Aber wenn man verschiedene Großelternteile mit verschiedenen Erbeigenschaften hat, gerade Farbe und Form, dann sieht man das auch in den Tochter- oder Enkelsorten, dass sich das widerspiegelt, dass auch aus einer
Beere dann viele verschiedenfarbige Sorten entstehen können, hat man das relativ homogenisiert gleichbleibend gekreuzt mit vielen gelben, dann praktisch hat man auch mehr gelbfleischige Sorten, aber die auch untereinander, das weiß ein Fachmann dann manchmal nur zu unterscheiden oder der Koch dann, doch sehr unterschiedlich sind. Und das ist die Faszination. Eine Beere, 50 Körner, 50 neue Sorten, alles gut. Nein, natürlich brauche ich noch ein bisschen mehr, das ist ja langweilig. Letztendlich kann so eine Pflanze, weiß ich nicht, 10 Beeren entstehen lassen, dann habe ich also 500 neue Körner, 500 neue Sorten, dann habe ich 10 Pflanzen, dann habe ich 5000, dann habe ich 20 oder mehr, also es kann in die Hunderttausenden neue Sämlinge gehen. Wir gestalten das bei uns, dass wir jährlich ca. 10.000 Sämlingspflanzen entwickeln, haben also gewisse Zuchtziele, Zuchtprogramme und hatten auch gewisse Forschungsprojekte mitgemacht, da kommt man dann auch dazu, lernt einiges weiter dazu, dass wir also gewisse Wildkartoffelarten noch mit einkreuzen und neuere Sorten und alte Sorten und verbindet dieses im Zuchtziel letztendlich im Ökoanbau, für den Ökoanbau Sorten zu entwickeln, die da auch gut verträglich sind, also mit weniger Nährstoffen, mit weniger Pflanzenschutz oder nur biologischen Pflanzenschutz und dort auch erträglich sind, die also gewisse Resistenzen natürlich haben, die auch gewisse Mengen bringen und die dann Geschmack haben und die wir noch gut verkaufen können. Und das ist noch nicht alles gut gelungen. Wir arbeiten ja auch immer noch weiter daran. Aber einige interessante Varianten haben wir bereits entwickelt. Und dann gibt es die Gesetze, die wieder einiges erlauben oder nicht. Rein rechtlich, europäische Gesetzgebung sagen, nur zugelassene und anerkannte Kartoffeln dürfen auch als Pflanzgut verkauft werden. Letztendlich kann ich als Speisekartoffel, wenn ich sie habe, immer wieder anbauen. Für mich als Verbraucher oder als Bauer. Und immer wieder vermehren. Wenn ich sie groß werden lasse, ist es gut, wenn ich sie als Pflanzgut verkaufen darf. Und da sagt der Gesetzgeber nur zugelassene Sorten, zum Beispiel vom Bundessortenamt hier in Deutschland oder früher vor dem Brexit in England oder in Holland kann ich eine Sorte zulassen. Sie wird 2-3 Jahre geprüft von demjenigen Sortenamt. Und wenn sie eine gewisse Homogenität, Unterscheidbarkeit und Beständigkeitsprüfung, so lange DUS-Prüfung besteht, dann ist es schon einmal gut. Dann gibt es die zweite Prüfung, das ist die sogenannte Wertprüfung. Die entsprechende Leistung der Sorte wird geprüft, ob sie ertragreich sind, gewisse Resistenzen hat oder auch schmeckt und so weiter und für den Handel vielleicht zu gebrauchen ist. Letztendlich entscheidet dann ein Amt, ob die Sorte zugelassen wird. Wenn sie dann zugelassen wird, dann muss ich die Sorte bei der Landwirtschaftskammer anmelden, jährlich neu, dass die Sorte dann auch kontrolliert, auf dem Feld kontrolliert wird, um sie zu kontrollieren, dass sie dann auch gesund wächst, dass es die Sorte ist und dass sie dann auch nachher im Jahr danach gut wachsen würde. So wird sie dann im Labor auch weiter untersucht nach Virustests. Und dann kriege ich ein Zertifizat, gerade, also praktisch kann ich es als zertifiziertes Pflanzgut nachher verkaufen. Und dann habe ich die Möglichkeit, viel zu verkaufen, auch viel Geld zu verdienen vielleicht. Ne? Das können wir mal. Das ist so die Geschichte an der Kartoffel. Wie gesagt, letztendlich kann ich sie dann auch wieder anbauen. Und andere Bauern können sie anbauen und sagen, die Sorte ist gut oder ist nicht gut. Letztendlich ist natürlich das Amt, das Bundessortenamt, kann vorweg entscheiden. Aber der Markt entscheidet natürlich ganz anders. Sagt der Bauer, okay, aber mir gefällt das nicht, bei mir wächst sie anders. In jedem Jahr ist es wieder anders, ja. Also es schmeckt auch jedes Jahr anders oder von dem Boden oder mit weniger Dünger. Und da sind viele, viele Bauern gefragt, die dann jedes Jahr natürlich testen. Und ich merke es in der Vermarktung bei uns, entweder kommt er wieder, der Kunde, Landwirt oder Gärtner auch. Wir haben also viele Gärtner bei uns auch als Kunden. Und dann analysieren wir gleich, machen eine kleine eigene Marktuntersuchung. Selbst als Züchter, das ist ganz normal, ja, dann ist man begeistert von der Sorte. In der Familie testen wir dann ja auch immer im Winter die ganzen Sorten zu probieren. Und manche schmecken gut, manche nicht. Und dann sind wir so begeistert von einer Sorte, aber das heißt nicht, dass man sie wirklich auch gut verkaufen kann. Und wie schon sagte, jedes Jahr ist anders und die Bauern ticken ja auch anders und die Verbraucher auch, sodass ich dann eine Marktanalyse brauche. Und dann kann ich eine Sorte aber auch gut groß werden lassen. Habe ich jetzt die Supermärkte, die dann die Speisekartoffel abnehmen und noch ganz anders ticken, sagen ich, jetzt muss es schön aussehen und haltbar sein und gewaschen werden können, und dann habe ich auch wiederum da eine gewisse Abhängigkeit. Ja, das ist von der Zucht her bis Abwicklung ist der Bauer ja eigentlich nur noch der Knecht. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht ja auch nicht. Und dann haben wir uns halt gesagt, ja, viele Verbraucher haben uns gefunden und gesagt, dort die bunten Kartoffeln wollen wir auch mal probieren. Und das wurden halt immer mehr. Und dann haben wir in der Familie angefangen, einen kleinen Kartoffelversandhandel aufzubauen. Das heißt, wir können mit Postpaketen unsere Kartoffeln deutschland-EU-weit gut verschicken.
und ja, zu jedem nach Hause. Und dann brauche ich nicht so einen Discounter da, ne, fragen, ob er die auflisten möchte oder wie ich den schmieren kann, dass er da sein Regal erfüllt damit. Sondern hier kann der Verbraucher direkt entscheiden. Natürlich ist der Transport dabei, aber letztendlich ist es dann doch nicht viel teurer oder es hat spezielle Kartoffelsorten. Und wir haben direkt die Marktanalyse, ob die Kunden dann ja auch wiederkommen oder nicht. Ne? Und das ist ja das Interessante dabei. Und dann haben wir schon sehr viele Kunden, die gerne wiederkommen. Manche sagen, sie wären noch süchtig nach unseren Kunden, nach unseren Kartoffeln. Das ist eigentlich auch ganz gut. Nicht unbedingt das Ziel, aber es bestätigt unsere Arbeit ja auch. Ja? Und sicherlich gibt es auch Kunden, die blaufleischige Kartoffeln nicht essen wollen. Das könnte giftig sein. Ja? Das ist okay, den kann man nicht überzeugen. Das Auge isst ja mit und das muss auch erst wieder lernen. Ja? So, und Rotkohl oder weiß man, dass es auch Weißkohl gibt oder so weiter. Ne? Und dass man auch bei Kartoffeln dies genauso auch haben könnte. Haben wir auch andere Inhaltsstoffe, Anthocyane, die noch gesünder sind als die normalen Kartoffeln. Und ja, wie wir bei Henning Niemann auch gehört haben, die Corona-Geschichte hat im Biobereich auch etwas gefördert. Nicht gut durch diesen Grund natürlich, aber bei uns natürlich auch, dass Kunden gerne Kartoffeln per Postpaket von uns bestellt haben und zugeschickt bekommen haben. Und dann entwickelte sich ein kleiner weiterer Markt für uns und das bestätigt unsere Arbeit. Und es macht verdammt viel Spaß. Wir verdienen etwas Geld und ja, es geht immer weiter.